Ich war ja sicher seit Minimum 15, 16, 17 Jahren nicht mehr. Und eigentlich war das hier so eine alltägliche Standardstrecke. Ich bin hier immer aus dem Wald da oben, dem kleinen Wald hier oben, immer über die Wiese gerannt und dann hier runter und den steilen Berg hoch zu Kolbe, meinem Pflegepferd. Oh, ein Reh. Schauen wir mal. Oh, das ist ein Kitz. Das ist ein kleines. Oh, guck mal. Ich hab noch so eine Flecken. Ich habe gestern gelernt, dass das gar nicht stimmt mit dem Anfassen. Und dann wird die Mutter es nicht mal annehmen, dass das Blödsinn ist. Oh, ist das süß. Oh, ist schon ganz schön groß. Ah, das ist ja mal ein Wermutstropfen zu den ganzen Zuständen der letzten Tage und auch heute. In der Tat kam es hier auch zum dritten sexuellen Übergriff, an den ich mich eben sehr gut erinnern kann. Weil auch da hieß es, man könne ihn nicht anzeigen, wie würde das in so einem kleinen Dorf aussehen. Ich war hier mit dem Pferd unterwegs, gerade den Berg runter, und da hielt mich dieser eine Bauer auf. Wir wechselten ein paar Worte und dann auf einmal greift er mir zwischen die Beine. Dann bin ich losgaloppiert. Auf eine Wiese, da gibt es einen Weg an der Wiese, da geht es direkt dann zum Gasthaus und nach Hause. Und zeig ihn an, aber ne. Hätte schon gereicht anzurufen oder hinzugehen und ihm die Leviten zu lesen. Wenigstens in irgendeiner Form Einsatz zeigen, dass ich was wert bin. Hm. Sobald ich den neuen Rollstuhl habe, den ich eigentlich die letzten Tage schon geliefert bekommen hätte soll, würde ich hier reinfahren. Da war ich mit dem Pferd immer. Wir waren mit dem Pferd dort immer und sind da ausgeritten da unten. Das Witzige war ja, wir konnten nie hinreiten. Zurückreiten ging, weil nach Hause wollte sie. Aber irgendwo hin, da hat sich Kolga gesperrt. Das mochte sie nicht. Und da mussten wir sie immer hinführen. Und auf dem Rückweg konnten wir dann reiten. Lustig, oder?
Heilige Scheiße. Heilige Kacke. Heilige Spaghetti-Monster. Ich krieg einen Kameragasmus. Das mit dem Rehkitz war ja schon ein Highlight, aber was mir jetzt gerade vor die Kamera gelaufen ist, das dachte ich, oh Mist, läuft da an mir vorbei und ich verpasse es, weil ich blöde Kuh zu langsam bin. Und dann sehe ich, dass der kleine Protagonist da noch was liegen gelassen hat und kommt wieder raus. Und dann fahren ein Radfahrer vorbei und ich, nein, 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 ich verscheuche jetzt bitte nicht verscheuchen. Natürlich haben sie ihn verscheucht, aber der lag noch, das Fresspaketel. Und dann kam er noch mal raus. Ich dachte, ich bin im Himmel. Das war jetzt endgeil, endgeil sondergleichen. So wie letztes Jahr, wo mir da der Rotfuchs am helllichten Tag über die Füße gelaufen ist. Nur da habe ich natürlich nicht gefilmt. Jetzt wird es Zeit für die Action-Cam, dass die endlich am Rollstuhl montiert wird. Das war cool, das war geil. So was Bezauberndes. Dann hat er noch protestiert und so. Mich angemotzt. Ach, ist das toll. Obwohl ich mich jetzt zweimal angepisst habe, aber jetzt ist mein Tag wieder heil.